So, hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Unboxing. Wie wir hier sehen, geht es um das Asus Motherboard X99 Deluxe USB oder U3.1, ne? Was natürlich dafür steht, dass eine USB 3.1 PCI-Karte mit dabei ist. Oder PCI Express? PCI. Ja, ein wirklich schönes Mainboard. Natürlich mit dem X99-Sockel, womit wir schön übertakten können. Ich bin richtig gespannt, wie das aussieht. Es ist tierisch schwer, das Paket. Also bin ich mal gespannt, was alles so drin ist. Und viel Spaß bei dem Unboxing. So. Erstmal können wir hier aufklappen. Dann haben wir so ein kleines, ich versuche es mal ein bisschen zu zeigen. Hier schön mit Klett. So ein schönes Cover, wo wir ein paar Informationen haben. Das sieht schon echt nice aus. So, hier haben wir, gut, können wir fast gar nichts erkennen. Natürlich ist auch tierisch schwierig, weil das so eine spiegelnde, weil das erstmal diese Plastik ist, dieses, ja, das Plastik ist einfach, wo man reingucken kann. Und da drin das Mainboard nochmal extra verpackt ist, können wir da jetzt so wenig sehen. Also werden wir einfach mal weiter auspacken. So, wo geht das denn auf? Ich habe noch gar nicht geguckt, deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Ah, hier oben. Top. So. Da ist das gute Stück. Also Mainboard liegt ganz oben. Na, müssen wir jetzt mal hier... raus. Und versuchen mal das Mainboard zu befreien. So geht's schon. Ups. So, ich weiß, manche würden jetzt schimpfen, dass ich das Mainboard einfach so anfasse. Aber das ist mir relativ latte. Oh, tierisch schwer. Ich bin vorsichtig damit. Oh, richtig schick. Wie wir sehen, haben wir links 4 Bänke für den RAM und rechts 4 Bänke. Oben haben wir die Spannungswandler. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuche es mal ein bisschen zu zeigen. Über der CPU sehen wir diesen Kühler, den Northbridge-Kühler. Ja, und darunter liegen die Spannungswandler. Aber diese Spannungswandler werden von dem Kühler gar nicht gekühlt. Ja, da laufen Heatpipes durch. Können wir hier sehen. Silbern an Bord, das sind Heatpipes, die da durchlaufen. Ja, was soll ich noch sagen? Das Mainboard ist ein Mainboard der, sag ich mal, Spitzenklasse. Hier oben an der Front haben wir 2 LAN-Anschlüsse. Ein BIOS-Refresh-Button, soweit ich weiß. Dann haben wir 10 USB 3.0-Anschlüsse. 2 USB 2.0 und dann, was für mich auch primär wichtig war, sehen wir hier 3 Antennenanschlüsse. Mit dem Mainboard haben wir die Möglichkeit, im WLAN bis 1300 Mbit zu empfangen. Und das ist schon gewaltig. Das ist der höchste Standard, alles, das ist das Höchste, was man erreichen kann aktuell. Und deswegen Wahnsinn. Also deswegen fiel für mich die Wahl auf dieses Board, auf das Deluxe. Weil ich halt über WLAN, weil ich keine Möglichkeit habe, mit dem LAN-Anschluss durch die Wohnung zu tängeln. Und deswegen sitzen wir auf WLAN. So, dazu haben wir noch Soundkarte. Ich müsste jetzt nachgucken, könnt ihr selber gucken, ich schreibe das in die Beschreibung. Ich glaube, es ist 7.1. 7.1 Soundkarte. Crystal Sound 2. So. Oh, es geht ganz schön auf die Arme, das hier zu halten die ganze Zeit.
So, dann haben wir hier unten noch mal einen Power-Button und einen Reset-Button. Eine kleine Anzeige und sämtliche Anschlüsse. Ich würde jetzt gerne weiter ranzoomen, ist mir aber leider nicht möglich. Dann haben wir noch viele kleine Schalter hier ganz unten, die diverse Funktionen beinhalten, wie 2er SLI-Verbund, 3er SLI-Verbund, Boot-Device, LED, EPU, etc. So, Anschlüsse haben wir auch jede Menge. Wir haben 6x 10 Gigabit Anschlüsse, meine ich. Oder 4. Und 10... Ne, bevor ich was Falsches sage, guck lieber in die Beschreibung. Ich habe das jetzt nicht alles im Kopf. Ja. Das Board unterstützt einen 2011er V3 Sockel. Ist zwar schon ein älterer Sockel, aber da ich den 6-Kenner, den i7-5820K einbauen will, ist das für mich das perfekte Board. So. Wir gucken nochmal weiter, was sonst noch in der Verpackung ist. Denn das Board, sehen wir ja, ist... Ach, der Karton ist im Weg. Und die Kamera ist zu weit dran. Ne? Ist ein echt schickes Board, schickes Weiß-Hochglanz. Es macht richtig was her. Ich bin mal echt gespannt, wie das später im PC aussieht. Also ich werde es noch, glaube ich, vielleicht heute Abend einbauen. Mal gucken. Gut. So, des Weiteren. Wenn die Kamera wieder fokussiert, genau. Haben wir... Hier ein kleines Päckchen. Gucken wir nochmal, was da drin ist. Ja, das ist eine kleine Lüfterplatine. Lüfter Control. Können wir bis zu 1. Ne, Fan in. Fan 1, Fan 2, Fan 3. Ja, hier Strombesorgung. Und hier müssen wir auch noch Fans einmal Lüfter anschließen. Ich hätte gesagt 1, 2, 3, 4, eventuell 5 Lüfter. Müsste ich mal nachgucken. Gut. So viel dazu. Packen wir mal wieder weg. Ist also, dass man halt noch mehr Lüfter anschließen kann. Was für mich uninteressant ist, da ich ein externes. Da ich einen Fan-Controller habe, welcher 10 Lüfter verwalten kann. So, dann haben wir hier die USB 3.1 Karte. Da haben wir zwei USB 3.1 Anschlüsse bei. So klein, simpel. USB 3.1. Ist auch ganz nice, also hat man fast den doppelten Durchsatz an Daten als bei USB 3.0. Und wir wissen ja, USB 3.0 ist schon schnell. Gut, gar nicht viel damit verschwenden. Wieder einpacken. Irgendwie, wie das war. Ja, ungefähr so. So, wenn wir das abnehmen und mal zur Seite stellen. Haben wir, hey, gleich eine SLI-Brücke dabei für bis zu 3er SLI-Verbund. Dann haben wir ein, ja, was ist das? Es sieht fast aus wie ein Temperatursensor. Müsste ich mal nachgucken. So, zusätzlich haben wir irgendwelche kleinen Anschlüsse, Blöcke, Adapter, was auch immer. Ein paar Schrauben sind dabei. Hier sind Verlängerungskabel oder kleine Lüfterkabel. Dennoch eine Halterung für M.2 SSDs. Das sind M.24 da, diese kleinen SSDs. Und dann haben wir ein dickes Buch, Anleitung,
Was auch bestimmt hilfreich sein wird, denn es ist ja nicht gerade wenig, was wir da einbauen wollen in den Rechner. So, was ist hier drin? Hier sehen wir genau HyperM.2x4. Das ist eine weitere Karte, wo wir noch ein M.2 SSD anschließen können. Was ich auch nicht mache, denn manche sagen, hey, M.2 SSD ist das Neueste vom Neuesten und richtig geil, richtig schnell. Hast du dreimal so viele Daten, kannst du schreiben, dann bist du 32 Gigabit, glaube ich, oder 30 Gigabit, keine Ahnung. Ja, aber schreiben, ich meine, ich lege nicht den ganzen Tag irgendwelche Partitionen an und schiebe Daten von A nach B auf der gleichen M.2 SSD. Also es ist für mich uninteressant, denn Tests haben bewiesen, dass die M.2 SSDs in 95% der normalen Anwendungen vielleicht nur 1-2 Sekunden schneller sind bei Aktionen, die vielleicht 3-4 Minuten dauern. Und insofern ist für mich das völlig Banane. Dafür sehe ich überhaupt nicht ein, so einen Aufpreis zu bezahlen. Ich habe eine 1TB SSD von Samsung, eine 840 Evo. Und die ist super, super schnell und hat nur wenige Nachteile. Insofern werde ich lieber eine 1TB SSD verbauen, anstatt für 300 Euro eine 512 GB M.2 SSD anzusetzen. Wobei diese auch sehr heiß werden und damit auch schon manchmal drosseln, wenn sie nicht genügend Airflow haben. So, weiter im Text. Hier haben wir noch eine Blende für die Rückseite. Dann haben wir hier SATA-Kabel. Schön schwarz-weiß, die sind richtig geil. Richtig schick. Was schwarz-weiß passt auch zu meinem Motto, denn ich will den PC so schwarz-weiß-blau halten. So ein bisschen HSV-Farben, aber das ist nur so nebensächlich. Nochmal SATA, nochmal SATA, nochmal SATA. Und ja, hier ist die Antenne. So eine kleine Antenne, ich kann sie mal kurz rauspacken. Damit haben wir hier die drei Anschlüsse sind hier drin. Und das Ding, das lässt sich dann irgendwie hier drehen und genau, so. Und hey, das ist dann unser 1300 Mbit WLAN-Anschluss. Sehr schön. Finde ich ganz cool. Bisschen abgespaced, kann man so schön hinstellen. Gut, ob wir genau auf diese 1300 Mbit kommen, werde ich dann auch später noch natürlich zeigen. Denn ich werde das alles natürlich, da ich von Kabel Deutschland eine 200 Mbit Leitung habe, wollte ich schon 1300 Mbit haben, damit hier ansatzweise was ankommt, denn über so normale, über normalen WLAN-Stick kommen ja vielleicht meine 50 Mbit kommen hier vielleicht an. Und deswegen wollte ich schon ein bisschen mehr haben. So. Allzu viel Zubehör ist nicht dabei. Ne? Packen wir das alles wieder ein. Ja, ich weiß nicht, was ich weiter sagen sollte. Das war's mit den mit dem Unboxing von dem X99 Deluxe USB 3.1. Ein richtig schickes Mainboard. Wiegt richtig was, wirkt sehr edel. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Unboxing wieder dabei. Und damit sind wir am weiteren Schritt Richtung unseres neuen Rechners. Also, bis denn, sage ich. Ciao.